Lieben da draußen, Fallout 4 geht weiter. Ich bin hier in dieser, das ist eine Kanalisation, ne? Da war ein Loch nämlich in der Straße. Wir sind doch immer noch in Konrad, ne? Konrad. Konrad Bürgerzugang. Das ist interessant. Wir werden uns das mal jetzt mal angucken. Hier habe ich nämlich letztes Mal einen Stopp gemacht. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob da was Interessantes drin ist. Ich habe keine Ahnung, wo mein Köter ist. Der ist irgendwie über mir. Wir gehen mal rein. Ich denke mal nämlich, hier ist noch irgendwas zu holen in Konrad. Ein paar Häuser haben wir ja noch nicht durchsucht. Das müssen wir unbedingt mal machen. Der Sound. Okay. Gwyneth Pale Ale Flasche. Also Ale ist ja eigentlich sowas wie Met, glaube ich, ne? Ich glaube, so ein mittelalterliches Getränk. Ale hat man ziemlich oft, oder sie hat man eigentlich... Oh, was haben wir hier? Okay, das werden wir uns nachher angucken. Erstmal gucken wir mal hier unten. Was ist das? Okay. Was ist das? Lebt das noch? Okay. Hier ist ein Brahmin tot. Hier sind Füße von einem Menschen. Okay, Mirlurk-Fleisch. Nehmen wir mal mit. Brahmin-Fleisch und Leder nehmen wir auch mit. Kann ich hier schon was abballern, bevor es kommt? Okay. Wird sehr interessant werden hier. Die Frage ist, was haben die dort eingesperrt? Naja, gut, die Ketten sind jetzt nicht unbedingt großartig, die Ketten, aber... Okay. Da kam noch einer, ne? Kam. Das war jetzt der... Das war richtig gesagt. Okay, hier geht's auch rein. Schraubenschlüssel haben wir. Genug eigentlich. Vielleicht könnten wir die irgendwie einschweißen, das weiß ich nicht. Metall, Messing, die Lampe will ich nicht mitnehmen. Okay, wir gehen mal hier rein. Oh, hey. Hallo. Was nehmen wir mit? Dose nehmen wir auch mit. Oh, yes. Ja. Ja, ich finde das so cool, wie er sagt. Klebeband, Medex und verstellbarer Schraubenschlüssel. Okay, es wird alles nur schwer sein. Du trägst so viel mit dir rum. Ach, Mann. First Aid, Stimpack, right away. Aufbereitetes Wasser. Sehr gut. Yes. Mr. Gusty Modell. Cool. Okay, euch geht's nicht so gut, das merke ich. Oh. Manchmal war auch was, manchmal liegt auch mal was, wenn man reingeht, liegt das hier so oben auf der Kante. So ein Gewehr oder sowas. Das hatten wir damals bei Fallout 3 immer ziemlich oft gehabt. Okay, muss ich kurz das machen. Ich muss ein paar Sachen loswerden. Extra stark. Ja, dieses ganze Fleisch ist sehr schwer. Hm.
Ach Mann, was soll man wegschmeißen? Was soll man weglegen? Das ist alles, damit kriege ich Geld mit diesen Sachen. Aber leider haben wir bis jetzt noch kein Glück gehabt. Diesen Sachen sind auch sehr schwer, glaube ich, ne? Okay, das Fleisch habe ich mal weggelegt. Wie viel Gewicht haben wir denn jetzt im Moment? Inventar. Ein Platz frei haben wir wieder. Okay, wir sind von dort gekommen. Dann gehen wir hier runter. Ne, wir sind hoch. Wir sind hoch. Ist auf der anderen Seite festgekettet. Genau, das. Okay, alles kein Problem. Da werden wir bestimmt nachher Gegner haben. Ich finde diese improvisierten Knarren hier einfach super. So. Wir wollen mal ganz was testen. Nee, trinken nicht, aber. Okay, es ist. Nur das Leder will ich haben. Ist egal. Finde es auch toll, dass man einfach alles mitnehmen kann. Einfach alles mitnehmen. Finde ich immer super. Da geht's hoch. Was? Tato? Okay. Gregory. Sehr schön. Bin ich wieder voll? Noch nicht, glaube ich, ne? Mit Sugarbombs in der Hand ist er gestorben. Das nenne ich doch mal Willens, ein Einsatz. What the heck? Shit. Ich bin gerade erschrocken, ey. Der kann hier nicht vorbei. Diesen kleinen Weg ist, der ist zu eng. Wo will denn jetzt lang? Wo will der hin? Flüchtet er? Armer Typ. Komm schon, gewisses Etwas. Autsch! Nicht gesehen, Viech. Was los? Und ich bin wieder zu voll. Ah, ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich immer zu voll bin.
Die Taschenuhr. Hab ich gerade bei Wert die ganze Zeit über geguckt, ne? Hab ich bei Wert geguckt? Ist egal. Hammer brauche ich sowieso jetzt gerade nicht. Ich wollte gerade eigentlich gucken, ob ich gerade hier Gewicht gucke. Ich glaube, ich habe mich da vertan und habe bei Wert geguckt. Aber es macht auch nichts. Was hast du hier zu suchen gehabt? Oder bist du einfach nur tot? Und das war's. Ne? Ich glaube, die sind einfach nur tot. Okay. Wir müssen erstmal ein bisschen die Lage checken hier. Hier ist noch irgendwas. Ah, Simpack. Oh, was haben wir denn hier? Spielzeug. Außerirdischer. Was kriegt ihr noch? Ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass wir Dogmeat nicht mitgenommen haben, weil der Hund, ich möchte nicht, dass er hier stirbt oder zu viel Schaden bekommt. Junge, Junge, wie viele Leute sind denn hier unten gefressen worden von diesen Viechern? Okay, gruselig. Ich mag diese Katakomben total. Ich mag das ist gruselig einfach, mega gruselig. Das erinnert mich so ein bisschen an Fallout 3 in den... Oh! An Fallout 3 an die Katakomben, wo die Ghouls alle unten drunter waren. Wisst ihr, was ich meine? Hallo? Patronen, nimm mal mit. Patronen, Kleber, Kombi-Schraubenschlüssel. Ich weiß nicht, ob wir den so viel so oft brauchen. Nimm mal mit. Und ich bin wieder zu schwer. Ist die noch geschlossen, die Dose? Die Dose ist geschlossen. Oh, was haben wir hier? Taktisch kalibriert 10mm Pistole. Todeskrallen. Oh, cool. Die ist bestimmt mega schwer so. Schrott. Das ist die Dose, ne? Also ich gehe mal ganz kurz nach unten. Okay. Vorkriegsgeld. Hat kein Gewicht. Das ist die Kralle. Die hat super viel Wert. Brahminleder. Extra stark. Okay. Corvega Lagerschlüssel, wo habe ich den her? Lesen. Untersuchen. Ich habe sie geliebt. Die gab es schon damals zu kaufen. Untersuchen. Ablegen, sortieren. Skill-Tabelle. Kann ich noch einen Punkt geben? Ich glaube nicht mehr, ne? Nichts mehr. Ich bin zu schwer. Ich muss Sachen ablegen. Ja, ich habe ziemlich viel Kleidung dabei, ne? Gewicht 2. Wie viel sind wir denn drüber? Oh, es sind 10 drüber. Raiderleder. Was ist eigentlich dieses Raiderleder? Ich weiß es nicht. Das ist eine Rüstung, glaube ich, ne? Wert 5.
Wieso habe ich die eigentlich an? Wieso habe ich eigentlich diesen Scheiß hier an? Pass auf, das werde ich mal ganz was ablegen. Okay. Ach, das habe ich da drunter angehabt oder was, ne? Ah, guck ich mal ganz kurz. Oh Gott. Hä? Habe ich nicht ein Harnicht? Das Harnicht ist doch die... Okay, dann laufe ich wenigstens wieder mit meinem richtigen Anzug rum. Okay. Ich bin aber immer noch zu schwer. Ich muss noch was loswerden. Gasmaske, Gewicht 3. Ich habe 4 davon da und ich brauche nicht so viele. Okay, jetzt müsste ich wieder Platz haben. Immer noch nicht? Wie viel haben wir denn noch zu viel? Noch 9? Okay. Schweißerbrille wiegt noch nicht viel. Gasmaske. Sturmgasmaske. Okay, dann schmeiße ich nochmal eine raus. Okay. Doch 6 zu viel. So eine Schweißerbrille wiegt mir auch nicht unbedingt viel. Brauche ich aber auch nicht 10 Stück davon. Eine reicht so. Hier haben wir rechter Arm. Gewicht. So. Einmal raus. Sind wir jetzt da? No, so, okay. Sind wir wieder. Bis zur nächsten Figur. Hier, da. Da sind wir wieder voll. Patronen, Stimpack, improvisierte Pistole, Lederrüstung, Raiderleder. Also die Pistole würde ich gerne schon mitnehmen. Da oben würde ich gerne hin. Da. Das, oh, Jet. Jet. Wie komme ich da hin? Warte mal kurz. Ich muss das mal hier. Ich muss kurz wieder was ableben. Ablegen, nicht ableben. Sekunde. Lederrüstung Arm, ein raus. War da. Kaugummi. Und die Lunchbox. Wieso ist eigentlich das Licht aus? Ups. Hier ist die Rüstung. Oh, hier hat der Jet in der Hand. Jet ist gut. Jet kriege ich auch viel Geld für. Ich will das Geld haben hier vorne. Bin aber echt beeindruckt, dass ich durch das Wasser laufen kann. Normalerweise kann man das nämlich nicht. Hey, alles klar? Ah. Wie schön. Ich finde auch. Red X ist gut. Okay. Hier kann ich nicht rein? Schade. Ich hätte gedacht, das könnte ich irgendwie aufbrechen oder sowas. Ich komme hier nicht hoch. So. Jetzt liegt wieder ein Toter. Ist immer wie so viel zu finden in dem Spiel. Ich finde das immer so toll. Man kann einfach stundenlang in einer Karte kommen oder hier in dem Katalysation hier rumwursteln. Die ganze Zeit. Hier oben waren wir auch noch nicht. Doch, waren wir wohl, oder? Hier oben geht's auch raus. Ich guck mal ganz kurz, wo geht's denn dahin? In welchen Teil der Stadt?
Das Laden ist zu lange für meinen Geschmack. Ah. Okay. Das ist interessant, okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Wisst ihr das noch? Wir waren hier in dieser Seitengasse, hatten diese rote Werkzeugkiste schon gefunden gehabt. Aber ich wusste nicht, dass da ein Eingang war. Das habe ich echt nicht gesehen. So, gehen wir wieder zurück. Da war nämlich dieser Eingang noch. Okay, ich komme hier nicht mehr hoch. Oh, ne, ich muss den ganzen Weg wieder zurückrennen. Yes! War gerade zu faul dafür. So, okay. Hier haben wir. Wo ist Dogmeat? Dogmeat? Super. Hey. Handeln. Ich will was mit dir handeln. Okay, alles rein mit dem Zeugs hier. Solange der das alles tragen kann, soll es so bleiben. Okay, wollen wir mal gucken, wo es jetzt hier hingeht. Pass auf, die Knarre, die ich gerade habe, sieht immer sehr, sehr interessant aus. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Also, Schaden 18. 13 plus plus. Splittergranate, okay. Schrotflinte 45, klar. Aber hat natürlich weniger Munition. Hier, improvisiertes Reptiergewehr, 34, das wäre schon ein bisschen interessanter. Lasermuskete war auch ziemlich stark, improvisierte Pistole, okay. So, ich habe auch nicht viel Schuss damit. Wenn ich die Tür wieder zumache, ist das Kette ist nicht drum, okay. Oh, wir waren hier eben schon. Wir waren hier schon. Okay. Okay, dann haben wir schon alles geholt hier. Alles klar. Ich war gerade am Überlegen. Nö, haben alles schon gemacht hier. Alles gut. Gab nichts mehr zu holen. Gut. Dann haben wir es hier die Katakomben für heute geschafft. Aufgepasst. Handeln, reden, folgen. Und los. Okay. Commonwealth. Raus da. Jetzt gucken wir uns noch ein paar andere Lädchen an. Ich hoffe, es ist jetzt vielleicht wieder hell geworden. Im Dunkeln immer rumzugurken ist nervt, ey. Wo haben wir denn gerade? 1 Uhr nachts. Dogmeat, komm mal mit. Wo war das Dach? War das Dach hier? Hier war das Dach. Da will ich ganz kurz hin. Da gehen wir jetzt hoch und schlafen eine Runde. Einmal bei tagsüber irgendwo mal hin.
Okay. Dann schlafen wir mal eine Runde. Wir schlafen 1 Uhr, machen wir 4 Stunden. Das Coole ist ja in dem Spiel, wenn man auch wenn man 4 Stunden schläft, immer noch eine Stunde hinterher, dann kommt auch Bewegung wieder hier herein. Das heißt, es kommen wieder Raiders, die hier versuchen, noch ein bisschen in der Stadt irgendwas zu finden. Komm. So, das war die Hauptstraße. Wir gehen jetzt mal. Die Waffe können wir erstmal weglegen. Ach ja, in der Kirche war ich noch nicht gewesen. Wir waren nur kurz rein, haben den Hund da abgestellt. Ich weiß nicht, was sie versucht hatte, da irgendwie mit den Beinen zwischen den Kopf zwischen den Beinen. Aber sie haben natürlich gebetet, was ihr auch gedacht habt, ne? An nichts anderes habt ihr gedacht. Das wie ein Gewehr? Improvisiertes Gewehr. Oh, Molotow. Haarbürste. Haarbürste. Die bekomme ich so nicht auf. Das Schloss sieht stabil aus. Ich weiß nicht, was ich mit den Saves machen kann. Oi. Oh la la. Wie heißen diese Helikopter? Heli-Dings. Da komme ich auch hoch. Wie komme ich da hoch? Ach, hier oben habe ich doch den Dings. Klar, habe ich doch die Rüstung geholt. Da ist eine Fabrik. Na, Doc, mit aufpassen, dass du bitte hier nicht runterfällst, ja? Huch, hi. Ich gehe noch mal ganz kurz oben aufs Dach. Da gab es noch ein paar Sachen zu holen, vielleicht. Wisst ihr noch, als wir die die Power-Rüstung geholt haben? Oh, jetzt werde ich wieder zu quatschen. Schnell weiter. Wir hatten die wieder aufgestellt. Glory, Glory, Halleluja. Glory, 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 Halleluja. Ungefähr so. An dem Computer waren wir auch noch nicht gewesen. Willkommen im Blablabla. Ist ja immer das Gleiche. Ah, Passwort? Für was? Gab es den. Okay, welches? Zugang verweigert. Letzte Mal.
Tafelmesser, okay. Vorkriegsgeld nehmen wir mal mit. Können wir auch verkaufen. Hä? Hier hatte ich... Schick was. Nehmen wir mal mit. Die wiegt ziemlich viel, das weiß ich. Aber... Ja, hey. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das Ganze nicht mitgenommen habe. Commonwealth. Da ging es oben aufs Dach, glaube ich, ne? Vielleicht gibt es da oben nochmal bei dem Heli... Wie hieß der denn nochmal? Der heißt ja nicht Helikopter. Der hieß hier Helitron, Heli sonst was. Aha. Aha, seht ihr? Hat es dann doch schon mal gelohnt. Und es war ja noch mehr. Ich musste nur hier durch, da gab es nur auf der anderen Seite. Hier gab es nämlich noch mehr. Aber sie... ganz kurz, komme ich hier rein? Okay. Von hier oben muss man eine gute Aussicht haben. So, pass auf. Wir gucken noch mal ganz kurz. Was gibt's hier noch? Hier hatte ich doch schon geholt. Feuerzeug hat. Das brauchte ich, glaube ich, alles nicht. Ah, das Klebeband würde ich aber eigentlich gerne mitnehmen. So. Liegt da hinten auf dem Boden. Nix. Gibt's nichts mehr zu holen? Nö. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. So. Gibt's eigentlich einen Fotomod in dem Spiel? Wisst ihr das rein zufällig? Den Hub ausstellen oder so? Mit der Taste? Weiß ich nicht. Aber wir sind jetzt gerade an einer guten Position, wo ich mal sagen kann, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen hoch. Bis denn und tschüss.